Tag 2 von Werders Saisonvorbereitung stand ganz im Zeichen von Martin Harnik. Nach seinem Wechsel aus Hannover wurde er heute hier im Weserstadion hinter mir offiziell vorgestellt. Und ja, der Angreifer, der hoffentlich in den kommenden Monaten und Wochen für reichlich Tore sorgen wird, hat einmal erzählt, warum er sich eigentlich für eine Rückkehr nach Bremen entschieden hat. Ja, also für mich ist in meiner Karriere eigentlich immer wichtig gewesen, einen gewissen Wohlfühlfaktor zu haben. Und den hatte ich hier in Bremen schon, als ich hier angefangen habe. Und jetzt, als ich dann die Entwicklung verfolgt habe, mitbekommen habe, wie sich hier alles entwickelt hat, die persönlichen Gespräche natürlich auch mit Flo und Baumi, dann natürlich auch die Konstellation mit Max, das alles stimmt mich sehr zuversichtlich, dass ich hier vom ersten Tag an richtig viel Spaß und Freude am Fußball haben werde. Und natürlich steht über allem auch der Verein. Also es ist weiterhin ein großartiger Verein. Ich bin hergekommen damals, da waren die erfolgreichen Zeiten mit Champions League oder überhaupt internationalem Fußball. Und ich denke, da will man auf lange Sicht auch wieder hin. Und die Entwicklung, die sich jetzt unter Florian und unter dem Trainerteam angebahnt hat, die ist hoffentlich noch nicht vorbei. Der 31-Jährige hat es gesagt, ein ganz wichtiger Faktor bei diesem Wechsel nach Bremen war die Person Max Kruse. Ja, auch viele Fans haben sehr, sehr große Erwartungen und Hoffnungen, dass in der kommenden Saison reichlich Tore von dem Duo geschossen werden bzw. vorbereitet werden. Und ja, wie Martin Harnik selber sein Zusammenspiel mit Max Kruse einschätzt und wie wichtig oder beziehungsweise wie besonders diese Verbindung zwischen den beiden eigentlich ist, das hat er uns auch erzählt. Definitiv was ganz Besonderes. Also es ist sowieso was Besonderes, dass man Bundesliga spielen darf und den Traum können sich nur die wenigsten erfüllen und dass man das dann noch mit einem langen Freund oder langen Weggefährten, mit dem man schon in der Jugend gekickt hat, wo Bundesliga oder überhaupt Profifußball ganz weit entfernt war, dass man das nochmal gemeinsam realisieren kann, das ist, glaube ich, eine besondere Konstellation und so sehen wir es auch und das wissen wir auch zu schätzen. Wo wir gerade bei Max Kruse sind, ja, im Prinzip in jedem Sommer wird drüber gesprochen. Geht er, bleibt er, hängt er noch ein Jahr dran oder nicht? Jetzt ist Martin Harnik da, wie gesagt, ein sehr, sehr guter Freund von ihm. Die beiden wollten unbedingt in der Bundesliga zusammenspielen. Heißt das jetzt automatisch, dass Kruse bleibt? Martin Harnik hat sich natürlich auch ja, danach erkundigt und uns erzählt, ja, was Max Kruse geantwortet hat. Ja, Sorgen ist vielleicht das falsche Wort, aber ich wäre schon sauer auf ihn, ja. Nee, ich habe das natürlich auch verfolgt, habe es auch mitbekommen und habe dann auch mit ihm mal drüber geredet, was ist da dran, was ist daran, was ist daran und bisher konnte er mich immer beruhigen und ich hoffe, das bleibt auch so. Eine besondere Verbindung gibt es im Übrigen auch zwischen Martin Harnik und Florian Kohfeldt. Die beiden kennen sich bereits aus der Zeit, als Harnik hier noch ein ganz, ganz junger Spieler war. Nicht etwa, weil Florian Kohfeldt da Trainer war, sondern weil die beiden dort gemeinsam auf dem Platz standen. Und was die beiden genau verbindet und ob er überrascht ist, dass Florian Kohfeldt mittlerweile Bundesliga-Trainer ist, darüber hat er auch gesprochen. Ich kenne ihn halt als Spieler. Also ich habe damals nicht gewusst und wir haben uns auch nie darüber unterhalten, dass er so ein Trainergen in sich trägt. Und ich wusste schon immer, dass er sehr, sehr reflektiert ist, dass er sich auch viele Gedanken macht. Ich glaube, er war auch damals Student schon und hat sich viele, auch viel Gedanken um den Fußball gemacht und drumherum. Und dass er dann aber so eine Karriere einschlägt. Also ich habe es das erste Mal mitbekommen, als er dann Co-Trainer wurde. Und dann, wo er dann halt auch Cheftrainer wurde, habe ich gedacht, okay, cool, geile Chance für ihn, aber dass das dann so gut und so erfolgreich macht, das konnte ich gar nicht erwarten, weil ich nie davon wusste. Am zweiten Tag der Saisonvorbereitung ist ansonsten bei Werder heute nicht allzu viel passiert, beziehungsweise zumindest nicht öffentlich. Es wurde intern weiterhin ja, trainiert, ein wenig vorbereitet auf das, was dann am morgigen Mittwoch das erste Mal kommt. Denn da geht es in Kleingruppen zurück auf den Platz und zwar wird das am Nachmittag sein. Vorher wird der nächste Spieler präsentiert, das ist Kevin Möwald und wir sind natürlich wieder für euch mit dabei. Bis demnächst.